Hartau, hervorgegangen aus einem Waldhufendorf. Da hätten früher die Menschen geboten. Und das wurde verhandelt durch Maulfuß. Wiss nicht so, da kann ich keinen erkennen. Und es hätten da immer zählt, der Winkel scheinbar. Maximale Einwohnerzahl über 9000 nach dem Zweiten Weltkrieg. Eingemeindung nach Chemnitz im Jahre 1950. Man kommt sich manchmal ein bisschen vor, als hätten sie Hartau vergessen. Was ist aus Hartau geworden? Was sagen die Hartauer? An vielen Stellen eine Ärgernis. Es gibt ja hier viele Ecken, die überhaupt nicht entwickelt sind im Hartau. Hier ist die Wiege der Moderne. Die Industrialisierung Sachsens begann in Hartau. Der Film zeigt, was davon übrig geblieben ist und wie die Menschen heute ihr Hartau sehen. Hart, härter, Hartau.